Rocket Labs Erfolgsquote bei orbitalen Starts ihrer Electron liegt knapp unter 90%. Insgesamt ist ihr aktuelles Zugpferd oder Zugpony seit 2017 29 Mal gestartet. Drei dieser Missionen gelten als Fehlschläge. Man muss aber ganz klar dazu sagen, dass der erste Fehlschlag der allererste Startversuch war. Der Name der Mission war schon It's a Test. Und bei einem Test kann schon einmal etwas schief gehen. Dafür sind sie ja da. Keine 8 Monate danach, also im Januar 2018, starten sie ihre erste von 11 aufeinander folgenden erfolgreichen Missionen bis Juli 2020. Dabei beförderten sie Satelliten für US-Behörden, Privatkunden aus der ganzen Welt und Unis. Zwei Missionen gelten auch als Classified, also geheim bzw. als unter Verschluss. Beide Male taucht das US National Reconnaissance Office oder NRO als Auftraggeber auf. Bis zur Mission Pixori didn't happen, als nach einem erfolgreichen Start die Oberstufe aufgrund eines Problems mit einer Hochspannungsleitung ausfiel und die Nutzlasten aller 7 zahlenden Kunden verloren gingen. Einige haben hier schon Rocket Labs Ende vorausgesagt. Aber sie haben unglaubliche Resilienz bewiesen und den Fehler in kürzester Zeit identifiziert, behoben und haben nur 27 Tage danach eine weitere Erfolgsserie gestartet. Dieses Mal hielt die Strähne 6 Missionen lang. Als dann die 20. Mission Running Out of Toes auch fehlschlug, habe auch ich begonnen, mir Sorgen zu machen. Aber seither sind sie 9 Mal hintereinander erfolgreich gestartet. Rocket Labs Geschichte ist eine turbulente. Trotz aller Erfolge und Fortschritte ist Rocket Lab jetzt im Zugzwang. Und noch sind sie nach SpaceX der US-Launcher, der am häufigsten startet. Die kommende Zeit wird prägend für Rocket Labs Zukunft. Und was viele nicht wissen ist, dass Rocket Lab weit mehr ist als unter Anführungszeichen nur ein Kleinlauncher. Um so weit zu kommen, mussten sie unglaubliche Hürden überwinden. Dafür haben sie eigene Herstellungsprozesse für die Tanks entwickelt und sind noch vor Relativity Space, wenn es um 3D-Druck von Triebwerken geht. Darüber hinaus haben sie noch einige Fähigkeiten im Bereich des Satellitenbaus erlangt und können hier in Zukunft auch eine wichtige Rolle spielen. Heute werfen wir einen genauen Blick auf Rocket Labs kurz-, mittel- und langfristige Ziele, was sie davon schon umgesetzt haben, und ich verrate dir, warum ich mir noch immer leichte Sorgen um ihr Geschäftsmodell mache. Und jetzt gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Rocket Lab und Peter Beck, ihrem CEO. Vielleicht ist das ja der Grund, dass ich mir Sorgen um Rocket Labs Überleben mache. Dafür brauchen wir uns nur die Entwicklungskosten der Electron anschauen. Rocket Lab hat für ihre Entwicklung etwa 100 Millionen US-Dollar ausgegeben. Bei einem Startpreis von durchschnittlich 7,5 Millionen hatte sich Electron nach dem 13. erfolgreichen Start am 31. August 2020 amortisiert. Inzwischen müsste sie etwa 195 Millionen US-Dollar in die Kassen gespült haben. Auch wenn das vielleicht nach viel klingt, ist es das nicht. Denn das entspricht ihrem gesamten Umsatz der vergangenen 10 Jahre. Jetzt kommen die Investoren ins Spiel. Ich glaube, Peter Beck ist auf eine andere Art als Elon, aber auch wahnsinnig talentiert darin, Investorengelder einzusammeln. Das gibt Rocket Lab die Fähigkeit, schneller zu skalieren, als es ihr natürliches Wachstum erlauben würde. Rocket Lab hat inzwischen 5 Produktionsstandorte in den USA und 3 in Neuseeland. Laut Peter Beck schaffen sie inzwischen alle 18 bis 20 Tage eine Electron herzustellen. Zu jeder Zeit haben sie 2 betriebsbereite Raketen in den Hallen des hauseigenen Raumfahrthafens auf der Mahir-Halbinsel in Neuseeland. Dieser Hafen bietet ihnen maximale Flexibilität und macht sie unabhängig von den traditionellen Häfen. Und das haben sie sich auch ordentlich kosten lassen. Um die Anlage besser erreichen zu können, haben sie 32 Kilometer Straßen inklusive aller dazugehöriger Leitungen legen lassen. Mit 200 Millionen US-Dollar kommst du da nicht weit. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ja zahlreiche andere Anlagen und Produktionsstätten gebaut haben. Der Bedarf ist anscheinend da. Die Auftragsbücher sind gefüllt und ich denke, dass sowohl die Kunden als auch die Investoren wissen, was sie an Rocket Lab haben. 18 Aufträge bis Anfang 2024 sind ein gutes Zeichen.
Damit arbeitet Rocket Lab ohnehin vorerst an ihrem Limit. Mit dem Wissen, dass in Europa, aber auch in den USA in den nächsten Jahren unzählige neue Launcher auf den Markt drängen, die großteils auch an Electrons Marktanteilen knabbern werden, entwickeln sie auch ein neues Trägersystem namens Neutron. Das ist eine richtig coole, beinahe vollständig wiederverwendbare Rakete. Neutron wiederum knabbert an den Marktanteilen der Falcon 9 und zukünftigen Modellen wie der Vulcan Centaur von ULA oder der New Glenn von Blue Origin. Warum nur fast vollständig wiederverwendbar? Diese Frage kläre ich in diesem Video, wo ich einen ganz genauen Blick auf diese wahnsinnige Rakete werfe. Okay, aber warum erzähle ich dir das? Ich will darauf hinaus, dass Rocket Lab unglaublich schnell unterwegs ist. Sie haben in Rekordzeit von 2013 bis 2017, also in nur 5 Jahren, eine Cash-Cow entwickelt, die gleichzeitig unglaubliches Vertrauen zu den Kunden aufbaut. Dafür haben sie zum Beispiel ein 3D-Druckverfahren entwickelt, das es ihnen erlaubt, kostengünstig, effizient und verlässlich Tanks in großen Stückzahlen herzustellen. Schon in ihren Anfängen haben sie Ambitionen gezeigt, im Bereich 3D-Druck Vorreiter zu werden. Ihre Triebwerke sind im Wesentlichen auch mit 3D-Druck hergestellt. Ihr Drucker schafft ein Rutherford-Triebwerk am Tag. Das ist beachtlich. Eine Electron-Rakete benötigt 9 solcher Triebwerke, also ist hier schon mal Skalierungspotenzial. Denn die gesamte Rakete braucht ja 20 Tage in der Produktion. Die verbleibenden 11 Tage steht der Drucker aber nicht still, denn sie bauen auch eine Reihe anderer Triebwerke. Was du übrigens hier siehst die ganze Zeit, ist ein bereits geflogenes Rutherford-Triebwerk, welches knapp 3 Minuten feuert. Jede Mission verbraucht ein Curie-Triebwerk in der Oberstufe. Und sie entwickeln gerade ein neues Metalox-Triebwerk für die Neutron-Rakete. Das Triebwerk heißt Archimedes und wird ebenfalls auf 3D-Drucktechnik gestützt. Rocket Lab handhabt die Situation ähnlich wie SpaceX. Ein solides Geschäft aufbauen, dazu die notwendige Infrastruktur und dann das eigene Produkt durch ein größeres, noch günstigeres Angebot ersetzen. Die einzige kleine Sorge, die ich habe, ist, dass zu schnelles Skalieren manchmal unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Aber ich denke, hier muss man sich einfach auf Peter Beck und seine Vision verlassen. Berufsmanager verkacken solche Dinge gerne. Aber ich vertraue auf Peter Becks Urteilsvermögen. Jedenfalls scheint bis jetzt alles großteils gut gelaufen zu sein. Aber dass in den nächsten Jahren immer mehr neue Player auf den Markt drängen, macht die Angelegenheit nicht einfacher. Sie haben zumindest die Electron in 5 Jahren entwickelt. Mit Lektionen aus dieser Entwicklung wird Neutron wahrscheinlich überdurchschnittlich schnell Marktreife erlangen. Denn die gesamte Technologie, die sie für Neutrons Bau benötigen, haben sie bereits für Electron schon entwickelt. Da werden sich sicher einige Synergien ergeben. Ach ja, sie haben eine weitere Startrampe und die dazugehörigen Bodenanlagen in einem Raumfahrthafen namens Mars gebaut. Das steht für Mid-Atlantic Regional Spaceport und liegt auf der Wallops-Insel in Virginia. Der erste Flug von dort wird vermutlich erst nächstes Jahr stattfinden. Die Anlage in Wallops hat theoretisch das Potenzial, noch produktiver als die auf der Mahir-Halbinsel zu werden. Bleibt aber abzuwarten. Einer der coolsten Missionen, die Rocket Lab je absolviert hat, war Capstone. Echt cool, was die da auf die Beine gestellt haben. Auf Basis der Kickstage der Electron-Rakete hat Rocket Lab eine Oberstufe namens Photon entwickelt, die eine Nutzlast in einen ganz spezifischen Mondorbit befördern kann. Dieser Orbit ist hochelliptisch und soll für die kommenden Artemis-Missionen den Orbit der Gateway-Station erkunden. Auch dafür haben sie ein eigenes Triebwerk entwickelt. Die Oberstufe hierfür befindet sich nun mit 15% Treibstoffreserven auf einer hochelliptischen Bahn um die Erde. Rocket Lab will diese Reserven nutzen und die Oberstufe ins Deep Space schicken. Sie ermitteln noch, was drin wäre und was Sinn ergeben würde. Coole Aktion. Einen Trick hat Rocket Lab aber noch im Ärmel. Davor möchte ich dir noch ganz schnell dieses leibernde Langarm-Shirt aus der brandneuen Mars-Chroniken Ad Astra-Kollektion zeigen. Dieses und unzählige weitere Designs findest du im Mars Chroniken Shop, den ich mir übrigens mit Senkrechtstarter, Rocket Factory Augsburg, Gaia Aerospace, Mondgeflüster und einigen anderen teile. Reinschauen zahlt sich aus. Aber kommen wir zurück zu Rocket Labs coolstem Trick in meinen Augen. Die Rede ist von elektrischen Pumpen. Diese scheinbare Nebensächlichkeit ermöglicht erst Rocket Labs Konkurrenzfähigkeit. Der Vorteil elektrischer Pumpen im Gegensatz zu Turbopumpen ist, dass man den Tank jedes Mal mit größter Präzision leeren kann. Das steigert die Effizienz enorm, denn bei einer kleinen Rakete können einige Prozent Treibstoffreste schon die gesamte Nutzlastkapazität auffressen. Neutron wird in Zukunft auch mit Sicherheit nicht die letzte Entwicklung von Rocket Lab bleiben.
Aber diese Rakete wird auf jeden Fall einiges an Aufsehen erregen. Sie hat jedenfalls schon 2 Missionen von der NASA und angeblich auch schon einige aus der Privatwirtschaft erhalten. Und Rocket Lab möchte ja selbst auch damit eigene Erkundungsmissionen zu Venus und anderen Planeten schicken. Venus ist ein wenig underground, ich weiß, aber wenn dich Missionen zu Venus interessieren, dann ist Rocket Lab deine Anlaufstelle und dieses Video auch. Also, ich glaube, Rocket Lab hat eine rosige Zukunft vor sich, wenn sie keinen gröberen Mist bauen. Was denkst du? Schreib mir deine Gedanken dazu in die Kommentare. An dieser Stelle geht ein riesengroßes Danke raus an euch, an die Community, an meine Kanalmitglieder, Patrons und an alle Supporter dieses Kanals. Danke, dass ihr immer mit viel Interesse meine Videos verfolgt. Wenn auch du Teil des coolen Supporter-Teams werden möchtest oder ein super Thanks dalassen möchtest, dann findest du alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Mars Chroniken braucht dich. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.